Etwas mehr als 2 Monate ist es nun her, dass wir unseren Van bekommen haben. Wir haben es die ganze Zeit nicht abwarten können und auf den Urlaub hingefiebert. Und jetzt fängt er endlich an. Wir sind unterwegs. Zwar erstmal nur innerhalb von Deutschland, aber immerhin. Wir sind viel mit Landvergnügen unterwegs, gucken uns auch den ein oder anderen Campingplatz an und beginnen an der Nahe. Hallo zusammen. Also, das ist der erste Tag unseres Urlaubs. Wir waren ein Jahr lang nicht mehr im Urlaub. Das finde ich extrem viel. Und in dem einen Jahr, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich sowieso, ist eine Menge passiert. Mit Corona, wegen Corona, durch Corona. Ob es wirklich überstanden ist, weiß ich nicht, aber das soll uns im Moment auch nicht interessieren. Wir sind hier, um Urlaub zu machen. Wir fahren bis nach Bayern, also nicht besonders exotisch. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht weniger schön wäre. Wir lassen uns vor allen Dingen treiben, haben einen Campingplatz am Schliersee schon vorher fest gebucht. Das ist aber mehr oder weniger das Einzige, was wir schon fest gebucht haben. Und ansonsten schauen wir, wie wir da hinkommen und auch wieder zurückkommen. Es ist einfach ein Treiben lassen, das ist wunderschön. Unsere Nachbarin hat zu uns gesagt, der Urlaub fängt dann an, Urlaub zu werden, wenn man merkt, dass man nicht mehr ans Gestern denkt, sondern ans Morgen. Und ich hoffe, dass dieser Tag bald kommt. Aber ich bin auch ziemlich zuversichtlich. Landschaftlich betrachtet war es jetzt nicht der allerwunderschönste aller Landvergnügenstellplätze. Aber die Familie Drapper war nett und es war ein schöner erster Abend. Wir haben uns auch ein bisschen gefreut, dass es dann weiterging und wussten, das nächste Ziel ist die Pfalz. Ich fand den Hund ganz toll. Hast du denn auch gut geschlafen? Ich muss mich noch ans Wohnmobil gewöhnen. Von daher eher so halb. Aber ich fand es sehr schön und die Leute waren total nett. Sehr mitteilsam und sehr hilfsbereit. Haben uns nach einem Restaurant rausgesucht. Das war schön. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Edenkoben in der Pfalz, in der schöne Pfalz. Zum Wohl heißt es da, gell? Den Platz habe ich über Park for Night gefunden und den werden wir jetzt anfahren. Also mitten in der Pfalz, angeblich zwischen Weinbergen. Ich bin sehr gespannt. Und freue mich auf einen ruhigen Platz. Da dachten wir noch, wir wären relativ alleine, aber da haben wir uns etwas getäuscht. Ankunft, St. Martiner Straße 30, Ziel auf der rechten Seite. So, der Platz, bei dem wir jetzt angekommen sind, ist einer der wenigen komplett kostenfreien, aber auch komplett versorgten Plätze. Das heißt, es gibt Ver- und Entsorgung, es gibt Strom und das alles für umsonst, also für 0 Euro. Und dementsprechend, und das hätte man vorher wissen sollen, müssen können, ist der Platz gestopft voll. Und da das wirklich so angelegt ist, dass auch größere Freizeitmobile da stehen können, stehen da auch diese Dickschiffe. Das heißt, das ist wirklich voll. Das ist Campingplatzatmosphäre, was nicht negativ ist. Aber ich glaube, wir haben einfach was anderes erwartet. Wie gesagt, das ist nicht negativ. Man steht hier schön und zwar wirklich mitten in den Weinbergen. Ich bin jetzt 2 Minuten gelaufen und jetzt sieht es hier so aus. Ist eigentlich super. Man muss es nur vorher wissen. Unsere Parzellennachbarn haben jetzt schon gesagt, das ist am Wochenende hier immer so. Also der Platz ist alles andere als ein Geheimtipp und hier stehen auch Menschen, die etwas älter sind und die von Park for Night zum Beispiel noch nie was gehört haben. Aber trotzdem ist der Platz von einem Insider-Tipp längst zu einem allgemeinen Wissensgut geworden. Als wir nach dem Abendessen einen echten Corona-Leugner neben uns hatten, sind wir sehr plötzlich sehr müde geworden und haben am nächsten Morgen erstmal im Fahrzeug gefrühstückt und uns dann doch auch relativ schnell auf den Weg gemacht. Und wo es als nächstes hingeht und wie Betty auf einem Alpaka-Hof von Hühnern angeschwirrt wird, das seht ihr in der nächsten Folge.